Nachdem dass sich die Frauen nach x Millionen Jahren von Unterdrückung langsam aber sicher von den Männern emanzipiert haben, probieren sie jetzt die Männer. Tatsache war, Ende Juni von dem Jahr ist Forum für Männer, Emanzipation und Politik, also Männer.ch, gegründet worden. Männer wollen sich jetzt also auch emanzipieren. Aber von wem? Das sind ja schon Männer. Einfach vom Begriff her, dass man es auch richtig versteht, Emanzipation, wörtlich, bedeutet ja Freilassung oder Befreiung aus einem Zustand der Abhängigkeit. Und wir kennen es, wir wissen es genau, stimmt es, die Abhängigkeit und so. Also Frauen sind ja von Männern abhängig und Männer sind irgendwie auch von der Frau, also dadurch sind sie gleichgestellt. Aber zum Beispiel in der Lebenserwartung sind die Männer im Nachteil. Weil die Frauen wären ja tendenziell all älter als die Männer. Aber das sind ja nicht die Frauen schuld, sondern der Lebenswandel der Männer. Es gibt also zwei Möglichkeiten, wie man in dem Punkt die Gleichstellung zwischen Mann und Frau könnte erreichen. Entweder die Männer leben gesünder und wären älter, oder die Frauen lernen schneller Auto fahren. Gehen ins Militär und in die Feuerwehr. Mache ich auch einmal überstanden. Und fange da rauchen und saufen. Haben wir noch retten können, hä? Ja, geht noch weiter. Die Gleichstellung von Mann und Frau ist dann erreicht, wenn in der Damentoilette aussen Pissoir montiert wäre und die Männer können schwanger werden. Gut, deshalb gibt es ja schon heute, dass ein Kollege zum anderen sagt, du, los, ich und meine Frau, wir sind schwanger. Und ich habe überhaupt keine Schmerzen. Aber das sind ja auch keine Männer. Das sind Bünkertrüllen. Der Beckenboden trainiert ein Sauschwedeli, sind das. Hör da, der Atemtherapie hat einen Kreistanzblatt durch. Jawohl. Das sind genau die Typen, die mit den Heiland-Sandalen die Meglisalpui wandeln und oben einen grünen Salat bestellen. Und dazu noch einen Hauskaffee Haag mit einem halben Assugrin. Hören! Nein. Ich schwätze hier natürlich nicht von diesen Männern. Ich schwätze von ganz normalen Männern, von heutigen, von zeitgenössischen Männern, wie zum Beispiel der Daniel Nist. Könnten wir mal, könntest du mal den Kopf nicht drehen? Mal ein bisschen schütteln, die war. Er ist auch auf der Internetseite gesehen, Männer.ch, da sind im Tal aus der Glatze raus geschossen, schöner werde ich nicht gesehen. Ich schwätze natürlich von diesen Männern. Und von der biologischen Annäherung zu der Frau als Endziel von einer Entwicklung, die eben jetzt mit Männer.ch angefangen hat. Eine wichtige Voraussetzung für so eine Gleichstellung ist, dass sich die Erwachsenen frei entfalten können und nicht die Züchung von Gaufen behindert werden. Ja, das hat jetzt auch die äußerst weitsichtige Denkfabrik Avenir Suisse gemerkt. Am fordern darum mehr Tagesschulen. Der Vorteil liegt auf der Hand. Heutzutage sind die Eltern pädagogische Dilettanten und der Nachwuchs hat das Recht auf eine professionelle und effiziente Vorbereitung auf den Geschlechterkampf. Die Abnabelung der Eltern findet all früher statt. In ein paar Jahren wäre die Säugling kurz nach der Geburt der Mutter genommen und dann der Gemeinde übergeben, wo es nach verschiedenen Impfungen und einer Rohrschacht gestützten Wendelberatung an eine Aufzuchtstation überweist. Dort lehne ich die Kindli nach 3 Monaten laufen, nach einem halben Jahr schwätzen und mit 14 Monaten früh Englisch. Dann können sie bis zu der Pubertät,
also etwa bis zum zweiten Lebensjahr, in Kinderhort mit Ernährungsseminar, Internetanschluss und einem Stressmanagement-Kurs mit integriertem Nahkampfunterricht. Dann folge 10 Jahre Tagesschule und mit 12 geht man entweder in eine Lehre oder an die Uni. Finanziert wird das ganze Modell, indem die Eltern bei der Geburt eine Patenschaft übernimmt und jährlichen Betrag in den Fonds einzahlt. Als Gegenleistung gibt es ein monatliches, fakultatives Besuchsrecht und die Ausbildungskosten können selbstverständlich von den Steuern abgezogen werden. Das klassische Familienmodell von Vater, Mutter, Kind wäre in Zukunft ganz verschwinden. Laut der letzten Volkszählung sei schon jetzt die Entwicklung zu beobachten, dass all mehr Gaufen die Scheidung von ihren Eltern müssen miterleben. Weil das die Leistungsfähigkeit von einem jungen Menschen beeinträchtigt, wird die Familie als Gefahr für die Wirtschaft erkannt und kurzerhand abgeschafft. Im nächsten und umso entscheidenderen Schritt wird die Kindheit auf die Dauer von der Schwangerschaft begrenzt und der Mensch wird mit der Geburt mündig gesprochen. Es wäre also in Zukunft weder Kinderarbeit noch Kindesmissbrauch geben, Kindersterblichkeit sinkt schlagartig auf null und am Abend vor der Tagesschau läuft nur ein Gute-Nacht-Geschichtli, sondern die Jobbörse mit Jürgen Marquardt im Vertanser das auch halb. Gatta se wissi, du Vater, dass er euch gefasst machen könnt. In der postfamiliären Gesellschaft wäre es noch zwei Wohnformen gegeben. Nämlich Einzelhaushalt und Erziehungslage. Mann und Frau wären sich während weniger Jahrzehnte von künstlicher Evolution biologisch allähnliche bis gleichberechtigte und vor allem gleichgeschlechtliche Mischwesen der Erdball bevölkert. Das ist dann das Ende vom Geschlechterkampf. Und das letzte Kapitel der Menschheit ist dann geschrieben, wenn der letzte menschliche Zweite realisiert, dass er all noch irgendwie von irgendetwasem abhängig ist und sich endlich von der Welt emanzipiert.